Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie in Europas größtem befahrbaren Lichtkanal und damit hinter einem mit vielen Keycards versteckten kleinen dunklen Raum. Heute geht es um das Thema Licht mit, wie ihr in den Ringen schon sehen könnt, Audi. Das heißt, wir starten quasi mit Kerzenlicht und so weiter und so fort. Und 1920 dem ersten elektrischen Licht, 1994 kam dann Xenon, 2008 kam übrigens LED, 2013 dann Matrix, das heißt Matrixlicht wird bei Audi bald 10 Jahre, 2016 in erster kleiner Serie OLED-Rückleuchten und 2019 dann das digitale Matrixlicht. Und hier sehen wir dann ein Modell, das uns in hoffentlich naher Zukunft auch auf der Straße begegnen wird. Und dafür habe ich mir einen wirklich Experten dazu geholt, nämlich Dr. Michael Krupper, der damit sehr viel zu tun hat über die letzten Jahre und uns hoffentlich auch schon ein bisschen Ausblick geben kann, wann wir das dann auf der Straße sehen werden. Sehr gerne. Ja, hallo. Hier ist wirklich die neueste Interpretation unserer digitalen OLED. Wir sind hier gestartet mit so einer kleinen Glasplatte. Also was man hier sieht, das sind 60 Segmente und jedes von diesen Segmenten ist wirklich einzeln ansteuerbar. Wir haben hier links und rechts jeweils 12 Stück von denen eingebaut. Also jeder, der rechnen kann, 24 mal 60, kommt damit auf die mögliche Anzahl an Segmenten, die ich hier ansteuern kann. Das Wunderbare ist auch, wie man hier sieht, ich kann natürlich ein- und ausschalten. Ich kann aber auch Dimmrampen dazwischen wählen. Das heißt, ich kann 10, 20, 30% diese Dreiecke aktivieren und damit wunderschöne Designelemente erzeugen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an den hüpfenden Würfel damals in der Schule, den man auf die karierten Blätter gezeichnet hat. Auch sowas kann man hier darstellen, wenn man einfach die richtige Schattierung wählt. Und ja, wie man hier sieht, beliebige Signaturen durchschaltbar, auch mit Animationssequenzen. Eine ganz große Herausforderung, das ist eine starre Glasplatte, die, wenn ich jetzt hier irgendwie biegen würde, dann macht es knack und die ist kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, was sich unser Design jetzt aber wünscht ist, dass wir hier, wie man sieht, wirklich an die Seite des Autos kommen. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich ich bohre große Löcher in die Autos, damit ich diese Glasplatten einfach hintereinander einbringen kann. Oder ich lasse mir was Neues einfallen, ich biege das Glas. So, Glas biegen, wer es schon mal probiert hat, ist beliebig schwierig, wenn ich es nicht gerade heiß mache. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, dünn zu machen. Heißt, wir nehmen jetzt diese Glasplatte und dünnen die auf 0,1 mm. Und wie das aussieht, das können wir uns gleich da drüben mal anschauen. Da muss ich da direkt mal einhaken. Im Moment haben wir auch schon teilweise, sagen wir mal, runde Rückleuchten. Ja. Wo steckt denn jetzt genau der Unterschied? Weil Sie sagen, man kann es jetzt noch nicht biegen. Aber wir haben auch schon LED. Wo ist denn jetzt noch der Unterschied? Warum geht LED rund und OLED? Da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass das rund geht. Die LED ist eine Punktlichtquelle. Das heißt, also ich kann die so einzelne Punkte nebeneinander packen. Das kann man auch so gestalten, dass man jeden einzelnen Punkt sieht. Und wenn ich das aber dann auch so ein bisschen flächig, homogen wirken lassen möchte, muss ich einfach mit einem Trick arbeiten. Ich packe eine Linse dazwischen, die mit diffusem Material angesegnet ist und die streut das Licht. Und damit habe ich einen Kunststoffkörper. Und Kunststoff kann ich ja bekanntermaßen beliebig formen. Der Trick hier mit der OLED ist, dass ich bereits hier in diesem Glaselement dieses flächige Licht erzeuge. Das heißt, ich habe nicht dahinter eine Punktlichtquelle und irgendein optisches System, das dann irgendwie das Ganze zu einer Flächenlichtquelle macht, sondern ich erzeuge das bereits in diesen sehr dünnen Elementen, die ich hier habe. Und das ist genau der Unterschied. Das heißt, ich habe heute die Möglichkeit, die LED beliebig hier rumzubiegen, solange auch im Hintergrund genügend Raum ist. Bei der OLED, wo ich genau dieses Design-Feature auch spielen möchte, leicht, dünn, schmal, habe ich das Problem, dass ich eben diese Glasplatten formen muss. Also wir sehen es auch im Moment. Im Prinzip steckt diese Glasplatte in mehrerlei Ausführungen hier drin. Richtig. Aber je nachdem, wie man drauf schaut, wirkt es gar nicht mehr nur so, sagen wir mal, 2D, sondern es hat schon wirklich einen extremen 3D-Effekt. Und Mehr oder weniger wie so ein großes Mosaik. Also im Großen und Ganzen könnte ich das jetzt wie so ein Mosaik in verschiedenen Formen zusammenbringen und damit auch so ein bisschen eine Dreidimensionalität erzeugen. Ich bin aber trotz alledem immer in dieser Fläche auf 2D. Und genau dieses Thema möchten eigentlich unsere Designer, weil die möchten einfach noch viel mehr Freiheitsgrade bekommen, sich genau das Schlusslichtdesign ins Auto hinein zu designen, das ihnen am besten gefällt. Und deswegen ist es eben bei uns in der Vorentwicklung eine große Herausforderung, so eine Leuchtquelle auch formbar zu gestalten. Gut, also wie gesagt, die digitale OLED in Glas und die Möglichkeit, die entsprechend auf 0,1 mm in der Glasstärke runter zu dünnen. Und was wir dann eben dadurch erreichen, dass wir diese Lichtquelle wirklich formen können. Hier unser Exponat dazu. Kann man mal ein bisschen von der Perspektive her genau betrachten. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, einen gewissen Biegeradius in diese flexible digitale OLED auch zu integrieren und habe damit jetzt im Prinzip eine Lichtquelle, die mehrere Sachen kombiniert. Das heißt,
wunderschön homogenes Rot. Ich habe die Möglichkeit der Segmentierung, also hier haben wir bewusst mal eine grobere Segmentierung gewählt, ist einfach ein gewisses Designthema, das man da darstellen möchte. Aber die feine Auflösung, die wir gerade im Auto gesehen haben, ist hier 1:1 übertragbar. Und was wir jetzt eben erreichen ist, dass wir diese Glasplatten nicht nebeneinander entsprechend hier wie so ein Mosaik rumlegen müssen, sondern wir haben ein großes Element, das wir eben in einer gewissen, sagen wir mal, konstruktiven Vorgabe, also man kann nicht jeden Radius wählen, man kann das auch nicht falten oder man kann auch kein Origami draus machen, da geht es ja trotzdem leider kaputt, aber dadurch ein Gestaltungselement mehr. Und das ist genau das, was sich unsere Designer aktuell eben auch wünschen. Rot war ein guter Punkt. Rot heißt im Moment, diese OLED darf nur oder kann nur rot sein. Können wir eventuell vielleicht auch mal einen Blinker erwarten? Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist natürlich momentan Schlusslicht die, sag mal, Lichtfarbe oder auch die Lichtfunktion, die am häufigsten am Auto zu sehen ist. Klar kann ich, wenn ich jetzt hier die Materialien, also die Moleküle, die ich hier einsetze, die genau dieses rote Licht erzeugen, die eben die organische LED eben auch organisch machen, das sind also Moleküle, die eben entsprechend angeregt leuchten, die kann ich auch so verändern, dass sie gelb leuchten. Die kann ich theoretisch auch so verändern, dass sie weiß leuchten oder eine andere Farbe. Ich kann die auch so betreiben, dass sie noch heller werden und damit auch Bremslicht erfüllen würden. Und das sind auch die Themen, die wir uns in der Vorentwicklung anschauen. Der erste Schritt war hier mit Schlusslicht mal den Schritt wirklich ins Auto zu kriegen. Da erfüllen wir wirklich alle Bedingungen von Temperaturzykel über Lebensdauertest. Also man muss auch keine Angst haben, dass die während des Nutzen des Fahrzeuges nach 5 Jahren ausgetauscht werden müssen. Also die halten wirklich eigentlich fast länger wie das ganze Auto. Das ist vielleicht so der nächste Punkt, weil selbst wenn man den Begriff OLED kennt, dann vielleicht eigentlich nur, wenn man sehr viel Geld zu Hause hat, genau, auf dem Fernseher. Wo stecken denn da jetzt vielleicht so, wenn man das mal aufs Grobe runterbrechen muss, wenn ich mir einen OLED-Fernseher vergleiche, der hat ja relativ wenig Sicherheitsanforderungen, weil der steckt immer im selben Segment, steckt immer im Wohnzimmer. Aber jetzt die Rückleuchten, die haben ja durchaus mit ein bisschen mehr Umgebungstemperatur zu kämpfen, sagen wir mal so. Temperatur ist das eine, Feuchtigkeit, Sauerstoff. Also das heißt, wir müssen im Prinzip die Moleküle, die ich gerade angesprochen habe, von der Umgebung schützen. Das heißt, wir haben Beschichtungssysteme, wir haben Aufbausysteme gemeinsam mit dem Lieferanten entwickelt, dass der Aufbau, der eben um diese organische Schicht erzeugt wird, so hermetisch dicht ist, dass eben kein Sauerstoff eindringen kann, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann und dass über Temperaturzykelbeanstandungen dann nicht irgendwas bricht und damit ein Kanal aufgeht, wo eben genau über Sauerstoff und Wasserstoff dann die organischen Schichten beschädigt werden. Und das ist genau das, was wir eben auch brauchen. Also im Fahrbetrieb draußen, wenn so ein OLED-Fernseher, den würde ich nicht unbedingt bei minus 40 Grad im Auto liegen lassen, auch wenn es vielleicht mal passieren kann. Das macht ja nicht lange mit. Das heißt, die Chemie, die wir hier eingebaut haben, die wir hier entwickelt haben, ist genau unter dem Aspekt erzeugt. Okay. Ja. Das ist der erste Schritt, die Choreolith. Und jetzt, wie mir schon aufgefallen, wir haben hier die kleineren Segmente. Wir haben hier drüben 60 auf einer Glasplatte. Die nächste Vision ist, ich möchte hier auf diese Fläche Faktor 10 mehr Segmente einbringen. Und wie das aussieht, können wir uns hier drüben anschauen. Das ist schon der nächste wichtige Punkt, denn es geht jetzt hier nicht nur um Lichtspielerei oder sonst was und eine schöne Lichtsignatur, sondern am Ende auch, wir haben Sie das vorher so schön gesagt, sehen und gesehen werden. Das heißt, auch der Faktor Sicherheit spielt hier mit drin. Es geht nicht nur um irgendwie, natürlich auch ein Teil Individualisierung, aber ich glaube, hier kommen wir dann zum Thema, was bringt Außenstehenden denn das? Genau, also genau richtig. Also wir wollen natürlich auf der einen Seite eine Attraktivität erzeugen, eine Begeisterung, dass ich stolz bin auf eine Technologie, dass ich die zeigen kann, dass ich die erleben kann. Aber wir haben natürlich auch eine Vision. Wir möchten mit unserer Lichtsprache kommunizieren. Also wir möchten nicht nur rot an und rot aus, sondern wir möchten vielleicht ein bisschen differenzierter rot an, also auch dem roten Licht eine gewisse Symbolik auch irgendwo geben. Hier dieses Muster, ein Experte erkennt es, haben wir gerade erwähnt, 2016 sind wir mit dem TT gestartet, ist auch hier der prototypische Bauraum. Also wir entwickeln jetzt gerade die Technologie, die das heißt, wir gleich sehen. Da kommt eventuell bald ein Sondermodell. Leider nicht. Das ist jetzt nicht nur für den TT, aber da gibt es noch andere schöne Modelle bei Audi, wo diese Technologie super reinpasst. Wir haben jetzt einfach mal diesen Leuchtenkörper genommen, haben den komplett entkernt, haben auch ganz bewusst den so gestaltet, dass er eben, wenn er nicht leuchtet, sehr dunkel wirkt. Und was wir jetzt eben machen, wie gesagt, wir haben jetzt hier entsprechende Glaselemente, also diese digitale OLED verbaut, die diesen Auflösungsaspekt bedient. Und wie das wirkt, können wir uns hier mal anschauen. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus Dreiecken und Sechsecken. Also alles, was jetzt gerade so an Chemie und Molekülen erklärt wurde, ist genau das Gleiche. Das Einzige, was wir jetzt machen, im Herstellprozess die Elemente kleiner zu machen, das kann ich wunderbar in dem Herstellprozess der OLED mit all den fotolithografischen und sonstigen Prozessschritten und habe jetzt die Möglichkeit, wirklich den nächsten Schritt
Richtung Display auch zu gehen. Das heißt, ich habe hier auch, wie man sieht, verschiedene Dimmrampen, ich habe verschiedene geometrische Formen. Achtung, ich mache es gleich ein bisschen heller. Ich kann jetzt hier auch in die Richtung der Kommunikation. Das wird die Lichtfans jetzt schon freuen. Da sehe ich schon, wann kommt das, wann kommt das, wann kann ich das bestellen? Ja. Und auch hier, also diese Helligkeitsschritt Richtung Bremse. Zum Thema, wann kann ich das bestellen? Also das ist aktuell wirklich in Serienentwicklung. Also wir übergeben das gerade von der Vorentwicklung Richtung Serie. Wird sicherlich ein Zeithorizont von 5 bis 7 Jahren ungefähr dauern, bis wir das im Fahrzeug erleben. Wir müssen das genauso qualifizieren wie die anderen Elemente. Es gibt ein paar Feinheiten, die hier noch zu berücksichtigen sind. Aber im Großen und Ganzen, sagen wir, können wir komplett auf das Know-how zurückgreifen, was wir eben seit 2016, seit der Ersteinführung im TT mit der OLED erreichen konnten und gehen hier also wirklich konsequent in die Richtung immer höhere Auflösung. Und es begeistert einfach. Also diese Bewegung, diese gesättigten Farben. Auch ein anderes Thema, was man noch ganz kurz zeigen kann, ist mit diesen Helligkeitsunterschieden, ist hier so ein bisschen angedeutet, eben diese Dreidimensionalität, die ich in so einer geometrischen Form damit auch erzeugen kann. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es der Schritt, dass wir wirklich im Exterior Richtung Display gehen. Und wie gesagt, ein Display ist dazu da, um mehr Inhalt darzustellen. Und das ist auch das, wo wir mit unseren Visionsmodellen auch den nächsten Schritt wagen. Was würde das denn bedeuten, wenn wir die gesamte Außenhaut des Autos mit Licht überziehen würden? Wie ist denn da so die Stimmung, wenn man da, ich meine mit der Entwicklung, da muss man ja auch schon direkt mit den Regularien so ein bisschen enger zusammenarbeiten. Sind die dann auch beim ersten Meeting so, wow, oder ist das mal, ob wir das so hinkriegen auf der Straße? Also es ist gemischt. Also auf der einen Seite ist natürlich die Frage, warum soll man am Status quo irgendwas ändern? Mhm. Das heißt, ist es nur ein Thema, Audi möchte mehr von diesen Leuchten verkaufen und Geld verdienen oder hat es wirklich einen Beitrag auch, sagen wir mal, zum Thema, wo wir auch herkommen. Wir kommen ja aus dem Thema Sicherheit. Licht war schon immer eine Signalfarbe, die im automobilen Umfeld einen Beitrag zur Sicherheit geleistet hat. Ich habe Reaktionsmöglichkeiten, ich verstehe Licht. Weißes Licht bedeutet, irgendwas fährt auf mich zu. Rot heißt, es ist vor mir. Helleres Rot heißt, es wird langsamer. Gelb heißt, ich biege links und rechts ab. Quizfrage, was bedeutet Blau? Ein Polizeiauto. Also an der Stelle. Ärger oder Unfall. Genau. Nee, was wir jetzt im Prinzip machen können, wir können jetzt mit den Behörden arbeiten. Also wir können denen jetzt einfach zeigen, was diese Lichttechnologien am Potenzial enthalten. Also wir haben eine Möglichkeit zu sagen, hey, klar, wir können hier mit schönen Designspielereien unserem Kunden was geben, dass der bereit ist, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auf den Tresen zu legen für modernere Lichttechnologie. Damit öffnet sich aber die Tür, dass ich auch sowas wie ein Warndreieck oder irgendeine Kommunikationsmöglichkeit erzeuge. Die Grenzen sind ganz klar, wir dürfen jetzt hier im Audi nicht anfangen, irgendwelche Verkehrszeichen darzustellen, weil im Großen und Ganzen nicht wir regeln den Straßenverkehr, sondern die Verkehrsschilder, die am Straßenrand stehen. Also da gibt es Grenzen. Aber wir haben hier einfach die Möglichkeit, auch wirklich Schritt für Schritt einfach zu zeigen, was bestehen denn für Möglichkeiten. Wir machen auch sehr viele Studien bei uns. Also wir möchten eben auch genau diese Wirkung auf so mal neutrale Betrachter ziehen. Also ich selber, wenn drauf schaue, ich bin natürlich sofort, ja, will ich haben. Aber jemand, der es vielleicht zum ersten Mal sieht, interpretiert das ganz anders. Genau, aber das sind so mal die täglichen Themen, mit denen wir uns auch in der Vorentwicklung beschäftigen. Genau. Ja, wie gesagt, wie würde es jetzt aussehen, wenn man wirklich die gesamte Außenhaut des Autos... Das wäre jetzt 5, 7 Jahre vielleicht und jetzt gehen wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit in die Zukunft. Genau, also deswegen heißt es auch wirklich Vision. Also das ist jetzt nichts, was wir aus dem Hut ziehen oder aus der Tasche zaubern können und am Ende des Tages sagen, okay, das kommt jetzt demnächst, sondern es ist auch wirklich ein Studio-Modell, wo wir einfach versuchen, mit Probanden genau das eben zu erkennen. Das heißt, also, was wir jetzt wollen ist, wir wollen eine Möglichkeit erzeugen, wenn ich den Fahrer nicht mehr sehe, wäre es möglich, mit Licht meine Nähe zu dem Fahrzeug in irgendeiner Form anzuzeigen, dass ich als Passant, als Verkehrsteilnehmer trotzdem irgendein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Fahrzeug erzeuge. Also in dem Moment, wo ich realisiere, hey, die Veränderung in diesem Netz oder die Helligkeit oder der Schwerpunkt ist durch mich verursacht, gewinne ich das Gefühl, hey, da ist irgendeine Sensorik verbaut, die mich wahrnimmt. Das heißt also, alles, was das Auto jetzt macht, wenn es autonom fahren würde, hat mich als Datenpunkt, als Datenwolke bereits in der Kalkulation der nächsten Aktivitäten erfasst. Und das gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Und das sind eben verschiedenste Themen, die man hier auch ausprobieren können. Ich habe hier so ein schönes iPad, wo wir verschiedenste Designmuster draufpacken können. Also hier simulieren wir jetzt einfach mal auch so ein Fahrzeug. Dass es auch wieder normal aussieht wie ein Auto. Ja, genau, dass man es auch wieder als Auto erkennt. Das nächste, was wir hier machen können, ist eben genau so mal die Wirkung von gewissen Symbolen zu untersuchen. Was bedeutet jetzt hier so eine Hand? Also stellen Sie sich vor, Sie fahren hinter dem Auto, auf einmal taucht da in der Heckscheibe eine Hand auf. Ich würde es jetzt als Gruß interpretieren. Die Hand zum Gruß, genau. Hi, ich habe dich erkannt oder wie auch immer. Aber es kann genauso interpretiert
simuliert werden, eine Hand, die mich verfolgt, die vielleicht auch an der Stelle irgendwo darstellt, hey, Achtung, du bist zu nah, ich habe hier jetzt vor, irgendwie zu manövrieren und vielleicht macht es Sinn, sich irgendwo anders hinzubewegen. Oder auch das Klassische, Augenkontakt zum Fahrer, ich überquere als Passant die Straße, wenn ich so diese Wischhandbewegung bekomme. Vielleicht kann ich auch sowas in diesen Lichtanimationen darstellen. Oder auch sowas wie eine Schneeflocke. Thema, okay, pass auf, Achtung, hier ist es glatt. Also in der Form auch Informationen, die ich vielleicht aus einer Audi-Cloud habe oder was ich mein Fahrwerk hat erkannt, Mensch, irgendwie die Reibwerte passen nicht mehr so ganz. Ich gebe diese Information nach außen. Anderes Szenario, ich werde langsamer, ich bremse, weil ich vor mir jemanden über die Straße gehen lassen möchte. Zeige ich an mit so einem Zebrastreifen-Symbol. Ich möchte einfach damit verhindern, dass derjenige, der hinter mir fährt, nicht sagt, oh Mann, der nervt mich, den überhole ich jetzt. Und der hat dann, was ich vor mir, genau das Szenario. Das würde ich, mal empfehlen, das definitiv in der Serienentwicklung ein bisschen vorziehen. Das ist, glaube ich, nötig. Das kann dem einen oder anderen durchaus helfen. Genau. Und das ist halt eine wunderschöne, ich sage jetzt mal, Spielwiese, wo man eben mit diesem Visionsmodell einfach sehr viel ausprobieren kann, um einfach auch zu verstehen, was funktioniert denn. Also wir müssen irgendwas erklären, wir müssen was beibringen. Und das sind einfach die Themen, mit denen wir uns in der Vorentwicklung auch beschäftigen. So, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich gestern sportlich betätigt, bin Fahrrad gefahren und ich habe das immer nicht ganz ernst genommen, wenn die Fahrradfahrer sagen, es ist gefährlich auf der Straße. Aber es ist wirklich gefährlich auf der Straße. Und da kommt das hier, glaube ich, ganz positiv ins Spiel. Absolut. Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, also was wir jetzt eben, nachdem wir die ganze Zeit auf dem Auto waren, uns auch sehr intensiv überlegen, welche Lichtinformation oder welche Lichtprojektion ums Auto herum kann ich denn nutzen, um genau solche Situationen zu ergreifen? Na klar, eine Bodenprojektion kann ich jetzt wieder zum Thema Inszenierung, hey, hier kommt der Besitzer des Autos und ich nähere mich, werde mit meinem Namen begrüßt, sind vielleicht auch Szenarien, die den ein oder anderen Kunden motivieren. Aber auch gerade zum Thema Beitrag in die Verkehrssicherheit, also was wir nicht vergessen dürfen mit dem Thema Licht, wir unterstützen das Thema Sicherheit. Und wo wir jetzt eben auch gerade dran sind, ist über digitale Bodenprojektion uns zu überlegen, welche Information in welcher Situation denn passen würde. Eine erste Idee sieht man hier, also wir möchten das einfach mit dem Fahrtrichtungsanzeiger zusammenbringen. Das heißt, genau wie Sie jetzt gerade dastehen, Sie bewegen sich als Passant, als Radfahrer rechts vom Fahrzeug und das Fahrzeug hat vor, rechts abzubiegen. Also nach wie vor eine Situation, wo wirklich sehr viele Verkehrsunfälle entstehen. Sie haben zwar absolut recht, Sie haben die Vorfahrt, ich meine, im Großen und Ganzen ist der Audi schuld, aber trotzdem, ich glaube, als Radfahrer bremst man trotzdem gerne, wenn man merkt, irgendwie klappt es nicht so ganz. Und eine Information, die ich eben dafür nutzen kann, ist eben diese Bodenprojektion. Wenn Sie eben so auf Höhe der Tür sind, sehen Sie vielleicht diese Projektion besser als den Blinker, der am Auto verbaut ist und gibt Ihnen wirklich die Chance, vielleicht noch rechtzeitig zu bremsen. Großen und Ganzen auch unsere Philosophie. Also wir möchten jetzt hier nicht eine rote Linie projizieren und Ihnen verbieten, weiterzufahren, sondern wir möchten Ihnen einfach auch wirklich anzeigen, hey, wir haben hier vor, rechts abzubiegen. Thema rote Linie. Trotz alledem immer noch eine ganz wichtige Signalfarbe. One more thing, wenn wir uns hier mal die Projektion anschauen, die wir in der Nähe der Tür haben, hier mal so ein rotes Kreuz. Also wir möchten jetzt nicht, dass Sie nicht an dem roten Kreuz vorbeigehen, sondern stellen Sie sich vor, der Beifahrer löst den Gurt, das heißt, er wird vielleicht in ein paar Sekunden die Tür öffnen. Einfach wenn Sie diese Information schon vorher erhalten, dass hier vielleicht in diesem Bereich ein gewisser Gefährdungsbereich entstehen kann, wenn der unkontrolliert die Tür öffnet und Sie vielleicht die Chance haben, hier einfach noch entsprechend vorbeizufahren, auch ein paar Sekunden gewonnen, das Fahrrad bleibt ganz, Sie sind heil und es passiert nichts. Spannend wird natürlich werden, welches Symbol ist auch so interpretierbar, dass man das sehr deutlich erkennt, ob das jetzt so eine Ausführung ist oder was anderes. Da sind wir noch komplett offen. Aber auch das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit hier bei Audi, dass wir eben über diese funktionelle Ausprägung, über das Design, über die Symbolik, die wir da wählen, eben auch versuchen, genau diese Grafiken zu wählen, die möglichst schnell gelernt werden können und damit für jeden auch verständlich sind. Wie viele verschiedene Grafiken sind gerade für sowas dann intern im Gespräch? Also mache ich nur ein X oder mache ich ein rotes Ausrufezeichen? Oder? Ja, das ist... Keine Ahnung, wie soll man sagen? Also es gibt ein Brainstorming mit unseren Design-Experten. Wir haben auch Kommunikationsexperten, mit denen wir da reden, Psychologen. Und es kann durchaus sein, dass man sich sagt, okay, man hat irgendwie 5 bis 10 Schwerpunktsymbole, die man dann in so Probandenstudien gibt. Oder man hat auch Studien, wo wesentlich mehr Symbole zum Einsatz kommen. Am Ende des Tages ist es auch wahrscheinlich ein bisschen Geschmackssache, weil die Kommunikation, die ich damit eigentlich verstehen lerne, ist ein Lernprozess. Das heißt, Sie erleben es vielleicht zum ersten Mal, Sie fahren mit dem Rad vorbei, Sie haben ein Symbol, ob das jetzt das Kreuz ist oder ein Ausrufezeichen neben dem Auto.
denken sich, was ist denn jetzt hier los? Dann geht in der nächsten Sekunde die Tür auf und dann werden sie, ah, okay, also dieses Symbol war jetzt eigentlich prädiktiv dazu gedacht, mich vor dem Öffnen der Tür zu warnen. Das nächste Mal, wenn sie an so einer Situation kommen, wissen sie sofort, hey, da geht jetzt gleich die Tür auf, sagen vielleicht noch den anderen Radfahrer neben ihnen, hey, Kollegen, mal hier einen Bogen rumfahren und schon passt das. Ja, aber das glaube ich auch das Schwierige. Also man kann nicht einfach schreiben, Stopp, Gefahr genau. oder sonst was, sondern es muss für jeden so einfach und verständlich wie genau. möglich sein, genauso mit den Exakt. Ausrufezeichen in den Rückleuchten. Genau. Es ist auch so ein Thema, also wir werden gar nichts schreiben bei Audi. Also wir werden nicht irgendwie Turn Left, Turn Right, Stopp oder mit welcher Sprache auch immer, sondern wir möchten wirklich über so mal international verständliche Symbole versuchen, unser Ziel zu erreichen. Und das Tolle ist, mit der Technologie, die hier verbaut ist, das ist eigentlich ein Mini-Projektor. Also man könnte jetzt hier im Prinzip irgendeinen Film ablaufen lassen oder irgendein Spiel. Also das heißt, ich kann da im Prinzip jede digitale Information nutzen, die mir dann eben in einer farbigen Projektion am Boden erscheint. Da sind wir auch schon beim Schlagwort. Thema Projektion, Thema Spiel wäre das nächste Thema, was ich gerne zeigen würde. Wir haben ja gerade vorhin schon den digitalen Matrix mal gesehen, in der Form, dass wir über Digital Micro Mirrors, also viele kleine Spiegelchen, 1,3 Millionen Pixel auf dem Boden verteilen können. Und das Schöne in der Vorentwicklung ist, wir können jetzt eigentlich dieses Modul, das heute schon im A8 und den am e-tron zu kaufen ist, nutzen und einfach mal selber entscheiden, welche digitale Information wir auf diesen Projektor bringen. Und das schauen wir uns mal vorne an. Ja, wir haben jetzt den Standard Digital Micro Mirror Device Projektor hier verbaut. Und wie gesagt, das Tolle ist... Das muss ich nochmal betonen. Also da steckt jetzt Technik drin, die auch ganz normal... Wir sind in Entwicklung, aber das fährt auch ganz normal mit normalem Kennzeichen auf der Straße. Absolut. Muss ich nur nochmal betonen. Ganz wichtiger Punkt. Das sind Entwicklerspielereien. Wenn sie mit ihrem Projekt fertig sind, so, ich habe noch eine Stunde, genau. dann kommt sowas dabei raus. Genau, das machen wir, wenn draußen die Lichter ausgehen, dann treffen wir uns hier unten und lassen uns was einfallen. Nee, aber genau, also das ist im e-tron entsprechend bereits auf der Straße, im Facelift beim A8. Und es ist auch von der Hardware, die hier verbaut ist, nichts Neues drin. Aber wir sind hier im digitalen Licht, das heißt, ich kann jetzt einfach über das Signal, also die Lichtinformation, die ich anbiete, eigentlich beliebige Kanäle nutzen. Ich könnte im Prinzip anfangen, das Bild meines Handys irgendwie zu übertragen. Ich könnte anfangen, irgendeinen kleinen Cartoon laufen zu lassen. Aber was noch viel mehr Spaß macht, ist, ich halte hier einen Controller in der Hand. Wir sind ja alle Kinder von digitaler Erziehung und spielen gerne, also vor allem hier. Und habe die Möglichkeit, wirklich den Projektor jetzt einfach mit einem digitalen Signal zu bedienen. Und was wir hier sehen, ist eins unserer Spiele, die wir entwickelt haben. Einfach so ein kleiner Flugsimulator. Und ja, ich nutze einfach Standardtechnik, die ich gebaut habe und kann die im Stand an meinem Fahrzeug, das ich mir für teuer Geld erworben habe, erleben. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf die Autobahn fahren und da irgendwie schauen, dass vor mir keine Autos sind, dass eine Lichtverteilung erlebbar ist, sondern ich kann meine Nachbarn, meine Kinder, vielleicht auch meine Frau, je nachdem, wie groß das Interesse ist, dazu holen, sagen, hey, wer will mal, das macht mein Audi. Ich kann die Ladezeit, die ich ja immer noch habe, überbrücken. Ich wollte es gerade sagen, für reale Anwendungen ist es, okay, ich habe wirklich noch Zeit am oder im Auto. Genau. Und kann die nicht anders, also ich kann nicht weiter, sagen wir mal so. Richtig. Und auch die Situation, wir warten zu Hause, dass die Kinder endlich ins Auto kommen. Ich glaube, hier werden die Kinder als erstes am Auto stehen und auf die Eltern warten. Nee, aber das ist eigentlich unsere Philosophie. Wir haben eine Lichtquelle, die jetzt beliebig veränderlich ist. Und jetzt ist einfach die Frage, wo sind die Grenzen der Kreativität? Am Ende des Tages genau mit den Themen beschäftigen wir uns und da wird in der Zukunft noch viel, viel Tolles kommen und ich glaube auch die Begeisterung für Technik wird nicht abreißen. Das ist eigentlich am Ende meine große Frage oder vielleicht auch persönliche Frage. Wenn Sie jetzt auswählen könnten, was wäre Ihnen am wichtigsten, was wir draußen als erstes am besten sehen sollten? Sei es aus Sicherheitsaspekten, sei es aus Individualisierung oder aus Spaß? Ich glaube, es ist eine Kaskade. Im Großen und Ganzen brauche ich einen Kaufgrund. Und den Kaufgrund gewinne ich dann, wenn ich für mich persönlich so einen Wow-Effekt erzeugen kann. Das heißt also, wenn ich irgendwas habe, mit dem keiner rechnet. Ein Thema, das momentan also wirklich sehr gut funktioniert, ist einfach die Möglichkeit, über unsere digitale OLED einfach ein persönliches Design zu erzeugen. Das heißt, wenn Sie ins Auto steigen, haben Sie Ihr eigenes Design, wenn Ihr Lebenspartner ins Auto steigt oder Ihre Kinder oder Freunde. Und das ist was, wo ich sage, okay, da bin ich stolz drauf, da habe ich was. Diese funktionelle Weiterentwicklung, wie wir sie hier auch sehen, die hat natürlich einfach von der Applikationstiefe noch gewisse Grenzen. Das heißt, ich brauche natürlich auch irgendwo einen Platz, wo ich irgendwas projizieren kann. Tut mir vielleicht ein bisschen schwerer, das dann so zu instrumentalisieren. Und von dem her, glaube ich, wird es so eine Kaskade sein. Einfach leichter Zugang, schnelle Überzeugung, dass ich es verstehe. Und dann Schritt für Schritt so eine funktionelle Anreicherung. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Roadmap, an der wir uns entlang hangeln. Super. Also von dem Prio Nummer 1 fängt bei mir im Heck an.
Dann nochmal vielen Dank für diesen kleinen schönen Exkurs in was vielleicht bald kommt oder auch nicht oder wann auch immer. Und damit schließen wir jetzt auch diesen Lichtausflug mal ab. Ich glaube, mehr in der Entwicklung habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Ein paar Dinge habt ihr sogar schon gehört, wann sie eventuell kommen werden. Diskutiert gerne los, vor allem vielleicht, was ihr euch als nächstes irgendwie wünschen würdet, als nächstes in eurem Auto. Und dann sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.